Und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, es tut mir schon mal leid, dass jetzt seit so langer Zeit kein Video mehr online kam. Und zwar hatte es auch einen Grund. Ja, viele von euch haben mitbekommen, dass Freya nicht da war. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, mein Pferd war für 4 Wochen auf Beritt. Und sie ist jetzt seit dem 28. oder 29., also Ende Oktober, wieder bei mir. An diesem Wochenende habe ich sie natürlich wieder geholt. Und ich würde euch jetzt gerne darüber erzählen, wie es war, wie es abgelaufen ist und so und was los war und allgemein. Ja, ich weiß jetzt nicht, wann das letzte Video war. Ich glaube, das war so ein Vlog, aber gut. Es waren auch Zeiten dabei, wo ich eigentlich keine Lust hatte, Videos zu drehen. Ich weiß nicht wieso, aber da war die Motivation nicht da. Und wenn das alles nicht da ist und die Lust und allgemein, dann nützt es nichts. Und ja, wenn ich keinen Spaß dran habe und die Freya dann auch nicht da ist und alles drum und dran, dann bringt es eigentlich auch nichts. Und deshalb hatte ich sozusagen eine kleine Pause. Und ja, genau. Manchmal hatte ich so eine Situation, wo ich denke, mache ich das alles noch weiter, beziehungsweise wie soll es weitergehen, habe ich noch Lust dazu und habe ich überhaupt die Zeit noch dazu für das alles, aber das hat sich jetzt wieder erledigt und genau. Aber gut, ich fange jetzt mal an, was die Freya betrifft, und ich habe jetzt nicht allzu viele Bilder von dem Beritt, aber ich blende euch auf jeden Fall die ich habe ein und von denjenigen Wochenenden. Okay, ich fange mal an. Es ging los mit dem Hochfahren. Da habe ich keine Bilder gemacht. Ja. Es ging los, als ich sie zum Hof gefahren habe und so, bekam ich abends halt eben noch die Nachricht, wo mein Pferd war. Erstens war das schon mal eine blöde Situation, die sich so ergeben hat, beziehungsweise eine blöde Kommunikation, die wir hatten, ich und die Trainerin. Ich wusste nicht, dass sie wieder an dem Stall stand, wo sie jetzt ist, und ja, davor war sie auf jeden Fall auf dem Ödhof. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber bestimmt schon. Und seit einem Jahr ist sie wieder im Stall, wo sie eben jetzt ist. Und das wusste ich nicht. Und deshalb habe ich die Freya zuerst zum Ödhof gefahren. Und dann bekam ich eben die Nachricht, wo mein Pferd ist, ob sie vielleicht auf Öd steht, also beim Ödhof. Dann habe ich geschrieben, ja, weil ich halt eben dachte, dass sie da noch ist und dass der Beritt da ist. Weil in der Homepage stand es ja auch, dass der Beritt auf dem Ödhof war. Gut. Dann hat sie eben gesagt oder gefragt, ob sie holen darf oder ob ich sie hochfahren soll. Mir war es auf jeden Fall lieber, dass sie sie holt, weil ich konnte jetzt nicht auf die schnellen Hänger oder sonst was aufbringen. Auf jeden Fall wurde sie abgeholt. Die Tage vergingen eigentlich zuerst relativ langsam, aber letztendlich ging es dann doch schneller und dann war schon das erste Wochenende. Ich fuhr hoch am Sonntag, also ich habe sie einmal am Wochenende besucht, jedes Wochenende einen Tag. Und ich fuhr hoch und ja, habe sie einfach besucht, rausgeholt und dann auf die Trainerin gewartet, weil ich nicht wusste, ob sie noch was machen wollte. Genau. Auf jeden Fall war das erste Wochenende nichts Besonderes. Ja, habe sie eben rausgeholt, bisschen grasen lassen, bisschen spazieren gegangen und dann halt eben wieder reingestellt. Und da war es auch schon 16 Uhr und wir mussten wieder los, weil bis dorthin bin ich eine Stunde gefahren und für eine längere Zeit dort zu bleiben, war es halt einfach zu weit entfernt. Genau, auf jeden Fall war es dann das zweite Wochenende, wo sie dort stand. Da hatte ich dann so eine Kurseinheit, beziehungsweise es war Kurs und ich wurde gefragt, ob ich halt mitmachen möchte, weil es war dann im Beritt mit dabei. Dann habe ich nicht Nein gesagt, aber ich habe halt nur einen Tag genommen, weil eben die Entfernung so weit war. Gut, dann hatte ich am Sonntag 2 Reiteinheiten und die blende ich euch jetzt auch ein. Die hat meine Freundin, die dabei war, mit aufgenommen.
Wochenende. Das dritte Wochenende bin ich halt dann allein hochgefahren, wie beim vierten. Und das dritte Wochenende bekam ich auch wieder eine Reitstunde, weil ich halt eben gedacht habe, dass ich, bevor ich sie hole am vierten Wochenende, noch eine letzte Reitstunde möchte. Damit ich weiß, wie ich halt eben weiterarbeiten soll. Die habe ich dann bekommen und war halt dann, wie gesagt, auch wieder in den Berittkosten mit dabei. Und ja, die habe ich dann auch genommen, aber wie gesagt, es war leider keiner dabei, der aufnehmen konnte, weil dort hat man dann schon gesehen, dass eine Verbesserung da war. Und am vierten Wochenende war es dann soweit. Da war dann der Tag endlich gekommen, wo ich sie wiederholen durfte. Also diese Woche war für mich die schwerste Zeit ever. Die verging so langsam für mich jetzt persönlich. Und dann war Freitag und ich konnte in dieser Nacht echt nicht schlafen, weil es fühlte für mich an, als wenn ich Freya erst gekauft hätte. Als wenn ich das erste eigene Pferd jetzt erst gekauft hätte. Dann habe ich mich schon gefreut und eigentlich wollte ich sie halt eben Freitag schon holen lassen. Weil Sonntag war dann ein Leonari-Ritt, da wo ich eigentlich mit wollte. Aber dann habe ich wiederum wieder das Angebot gekommen, als guter Abschluss zum Beritt, dass ich da eine Reitstunde bekomme. Dann habe ich jetzt nicht Nein gesagt und habe es natürlich angenommen. Und deshalb habe ich dann den Leonari-Ritt ausfallen lassen. Weil wenn ich sie Samstag geholt hätte und dann am Sonntag den Ritt mitgegangen wäre, das wäre dann einfach zu stressig gewesen und das wollte ich nicht. Und das wollte ich ihr eben nicht antun. Ja, dann fuhr ich schon früher hoch, bevor die Reitstunde war und habe natürlich auch die Sachen alles zusammengepackt, wie man das tut, wenn man ein Pferd holt. Und dann bekam ich die und es lief eindeutig viel, viel besser. Und ich war so stolz darauf, wie wir uns entwickelt haben, beziehungsweise, dass ich auch so viel Neues dazulernen durfte. Und ja, dann ging es auch schon nach Hause und die Bilder zeige ich euch dann auch ein, wie es war, als sie wieder daheim war. Die blende ich euch jetzt genau ein, mit Ton und alles. Kleine Zicke, hä? Genau, auf jeden Fall gut zu Hause angekommen. Dann habe ich sie in Ruhe lassen und am Sonntag, was war dann am Sonntag? Da weiß ich jetzt nicht, ob ich spazieren gegangen bin oder, nee, ich bin ausgeritten, denke ich jetzt mal. Ja, und das war es jetzt eigentlich schon wieder so ziemlich, was ich euch erzählen wollte vom Beritt. Auf jeden Fall muss ich sagen, es war mir wirklich wert, auch wenn das Ziel noch nicht erreicht ist. Das Ziel werden wir, denke ich, erstmal in ein paar Monaten oder spätestens wahrscheinlich ein Jahr erreichen. Aber gut, das ist verständlich. Sie ist total passig, also richtig passig und von 100% passig ist sie jetzt mittlerweile auf 50% passig runtergegangen, also passt halt. Das haben wir Gott sei Dank jetzt geschafft und ich muss sagen, ich bin, also wie gesagt, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich durfte so viel dazulernen, was ich vorher nicht konnte oder wusste oder allgemein. Und ja, ich hatte ja 3 Jahre lang keinen Trainer. Also seit ich mit Isländern zu tun habe, hatte ich keinen Trainer und mir hat das echt so gut getan. Jetzt weiß ich, wie gesagt, wie ich weiterarbeiten soll und wie wir eventuell den Weg finden zu einem taktklaren Turn. Mal bin ich dann auf den Platz gegangen und da muss ich sagen, war ich jetzt irgendwie enttäuscht oder ich weiß nicht. Einerseits dachte ich, es lag es vielleicht an dem Belag vom Reitplatz oder allgemein, weil sie lief da irgendwie seltsam, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht sagen wie oder so, ich habe es jetzt auch nicht aufgenommen, aber ich weiß nicht, woran es lag.
Auf jeden Fall habe ich dann oder bin dann zum Krämer gefahren, habe es erstmal ein Gebiss ausgetauscht, weil es lag vielleicht auch zum Teil an der Ausrüstung, habe ein kleineres Gebiss gekauft, weil alle Gebisse, die ich habe, sind zu groß. Das habe ich dazu gelernt. Auf jeden Fall musste ein kleineres Gebiss her und was ich noch ausgetauscht habe, beziehungsweise ich habe meine Gehboots verkauft und habe von Topreiter die Magic Balm Boots bestellt mit schwereren Gewichten. Und ja, genau, das war schon mal der erste Grund, was ich unbedingt machen musste. Ein zweites Mal auf den Reitplatz gegangen, seitdem sie bei mir ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das unter der Woche mal war. Aber da war schon wieder alles viel besser, also eine tolle Besserung da, worauf ich wirklich zufrieden war und dann auch aufgehört habe. Genau, das war es jetzt eigentlich schon, was ich berichten wollte. Und wie gesagt, es tut mir echt leid, dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe. Aber es gab jetzt auch nicht wirklich viel zu erzählen. Ansonsten, ach ja, eins habe ich vergessen. Ein paar Tage vor dem Beritt hat mir die Freya leider eine Kolik bekommen. Ich glaube, das war 4 Tage zuvor oder so, also bevor es auf den Beritt ging. Das war, ich glaube, das war mittwochs. Eigentlich wollte ich an diesem Tag nicht rausfahren, aber ich habe dann gedacht, gut, das Futter muss jetzt doch bekommen. Und deshalb bin ich rausgefahren. Und dann fand ich sie schon so komisch flehmend. Dann habe ich sie eben noch rausgeholt zum Putz, habe sie geputzt und dann wollte ich sie halt eben grasen lassen, um zu gucken, frisst sie überhaupt. Und nicht mal das wollte sie. Und das fand ich halt eben komisch, weil ich weiß, wie sie tickt bei Gras. Ja, und dann wollte sie sich eben auf der Kiesstelle, wo sie sich eigentlich nie hinlegt, hinlegen. Und dann war mir klar, okay, das könnte einfach nur noch eine Kolik sein. Eine Stallbesitzerin, sag ich schon, eine Stallkollegin hat dann auch den Bauch abgetastet und war natürlich auf der linken Bauchseite härter als auf der rechten. Ja, auf jeden Fall musste der Tierarzt dann kommen und der hat es bestätigt. Das sind einfach Kolikanzeichen und da muss man halt eben sofort gucken. Ja, dann kam der Tierarzt und es hat sich herausgestellt, dass das eine Krampfkolik war. Sie hat dann eine Entspannungsspritze bekommen und musste halt eben noch 20 Minuten spazieren gehen. Sie durfte, also das komplette Einstreu musste raus, weil sie steht ja auf Stroh in der Box und durfte halt eben nichts fressen. Ja, dann waren halt zuerst die Hoffnungen eigentlich weg und vor allem, dass ich den Beritt absagen musste. Das wäre auch schon wieder enttäuschend gewesen, aber gute Gesundheit geht vor und Gott sei Dank hat sich dann in den 3, 4 Tagen herausgestellt, dass nichts mehr war, weil ich es noch beobachten sollte und dann konnte es Gott sei Dank auch losgehen, endlich mal. Und wir haben es geschafft und ich bin froh, dass sie wieder da ist und vor allem, dass ich jetzt auch weiß, wie ich weiterarbeiten soll und auf gute Hoffnungen, dass wir diesen Tölt jetzt, diesen Tacklern Tölt bald erreichen werden. Ja, gut, das war es jetzt auch schon wieder und ich will mich jetzt auch bedanken, dass ihr mir so lange zugehört habt, für die, die bis zum Ende geguckt haben. Und was ich noch sagen wollte, wir sind, also vielen Dank auch nochmal für die 800 Abonnenten. Wir stehen kurz vor den 1000 und ein kleiner Hinweis oder eine kleine Info schon mal, wenn wir die 1000 erreicht haben, werde ich dann bestimmt noch eine Verlosung machen. Das habe ich auf Instagram schon ein paar Mal erwähnt, aber dazu schaffen wir es nur durch euch, die 1000 zu erreichen. Und ja, aber ich denke, dass dauert noch. Vielleicht schaffen wir es noch dieses Jahr, aber gut. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und schreibt doch gerne was in die Kommentare, was ihr meint oder allgemein, wenn ihr ein Anliegen habt oder sonst was. Ja, würde es mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und da kann ich euch schon mal verraten, dass dieses Video interessanter wird. Es wird auf jeden Fall ein Video vom Kurs geben, wo ich teilnehme. Ja. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei dem nächsten Video. Und falls du noch kein Abonnent bist, dann abonniere mich gerne. Es ist kostenlos und lass auch einen Daumen nach oben da. Es würde mich sehr freuen. Und dann würde ich jetzt sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!